Leute, was geht ab? Champion Ready wieder am Start vor Reibekuchen Gaming. Was geht, was geht, was geht, was geht, was geht, was geht, was geht? Die Zeitblase wächst weiter. Ey, wir sind wahrscheinlich schon 1, 2, 3 Wochen drüber. Nein, Quatsch, 1, 2, 3, 4 Tage drüber. Wir sind am zweiten Release-Tag immer noch von FIFA. Ja, fuck my life. Wir sind immer noch am zweiten Release-Tag erst. Und mittlerweile gibt es 2 Millionen Transferobjekte, natürlich gut. Das sorgt dafür, dass wir natürlich mit den Preisen so ein bisschen was weiter nach unten kommen. Wollen uns jetzt mal so ein bisschen direkt wenden an die Sachen, die wir im vorigen Feld gemacht haben, nämlich Shawcross. Ja, wir gucken uns das nämlich mal an, wie sich das mit dem Preisdropping da auch, sage ich mal, aha. Oh nein, nein, oh nein, Shawcross für 1000 wäre es jetzt gewesen. Oh, das wäre zu gut. Oh, das hätte so gut gegeben. Yes! Ah, das ist immer. Leider, 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 leider. Das. Auf 1700. Okay, ja. Aber ihr seht so, das Coin-Dropping geht so teilweise ein bisschen runter. Selbst innerhalb von einem Tag, ja. So, was wir uns jetzt mal so mal ein bisschen angucken werden, ist das Thema mit den Manageraufgaben, weil hier sind wir nämlich noch ein paar schuldig geblieben. Und zwar blättere durch die Spieleransicht. Da müssen wir Shop-Katalog aktualisieren. So, Positionswahl, da müssen wir jetzt mal einen Spieler holen. So, den leihen wir uns jetzt mal. Radlevin Pjanic. So. Gratulation. Suarez wurde in einem Verein platziert. Das ist super. So, auch hier holen wir uns jetzt nämlich das Objekte ab. Zack, in den Verein. Reinspaziert, 300 Coins. Ein Belohnungsset. Zack, auch hier wieder was. Ich habe gelesen, ihr wolltet das Thema unbedingt haben, dass wir Pack-Opening machen. Wir machen jetzt immer so ein paar Kleinigkeiten erstmal am Anfang für euch, ja? Also, dass wir immer so ein bisschen gucken. So, zack, da haben wir die nächste Manageraufgabe erledigt. Das Thema Vertragsverlängerung, davon holen wir uns 150 Coins. Verbesserung der Fitness, genau das gleiche werden wir jetzt hier auch mal an der Stelle machen. Ja, wir benutzen jetzt hier einfach mal sinnfreierweise ein Verbrauchsobjekt im Fitnessbereich. Wegen dem Thema Coins, das ist aber glaube ich gar nicht so verkehrt. Auch die Manageraufgabe dann erledigt. Zack, da ist die nächste. Ja, kauf ein Verbrauchsobjekt. Was könnten wir denn für ein Verbrauchsobjekt kaufen? Ich bin dafür, dass wir eine Position kaufen. Gucken wir mal, ob wir von RM zu RF was finden. Boah, die sind schon wieder so arg teuer dieses Jahr. Unglaublich. So. Verbrauchsobjekt. Gut, dann hätten wir alle Manageraufgaben abgeschlossen. Gehen wir mal die Chemistry Style. Ah, Sentinel, Sniper, Guardian. Ah, wir nehmen einfach irgendwas für 250 Coins. Oder für 200 Coins, dann passt das. Zack, dann nehmen wir einfach mal den Guardian. So. Dribbling und Defense, das können wir dann auch einfach anwenden auf Savic. Ich glaube, das passt ganz gut bei dem. So. Gucken, ob wir vielleicht noch was Zusätzliches bekommen, wenn wir alle Manageraufgaben gelöst haben. Okay, nein. Aber, was ich jetzt ganz cool finde, zu dem kleinen Thema Pack Opening, wir haben jetzt zumindest die zwei Packs. Vier goldene, mindestens ein seltener. Mal gucken, vielleicht bekommen wir wirklich was Gutes. Ach, das sind Leihspieler. Ja, gut, aber ich meine, Leroy Sané als Leihspieler.
Warum nicht? Aber das wäre zu geil gewesen, wenn wir den jetzt so gezogen hätten. Da wäre ich absolut zufrieden. Das Trikot von Palermo, das können wir mal direkt, direkt aktivieren. Einiges schöner als das andere weiße Trikot. So, dann in den Shop-Katalog. Premium-Leihspieler-Belohnungszeit. Achso, okay, gut. Ein zwischen 81 und 85. Okay, das kann natürlich... ja, das ist Luis Gustavo. Verkehrt. Den mal mit im Team zu haben. Ah, von echt. Verkehrt. Komm, nehmen wir das einfach. So, wir wollen ja auch immer ein bisschen tauschen. So, jetzt haben wir übrigens auch genug über das, das Team der Premier League mal ein bisschen gleich noch zu erweitern. So, Miralem Pjanic tauschen wir natürlich wieder gegen Mario Suarez. Und ich würde vorschlagen, gehen jetzt einfach mal wieder ins Game rein. Ja, wir haben jetzt momentan 4 Punkte, 2 Spiele, ein Unentschieden, ein Sieg. Musonda ist verletzt. Ach, ich will nicht. Ich will die Mannschaft öffnen. So. Und da gehen wir in ein neues Team rein und ihr seht, zack, wir haben Timo Horn jetzt am Start. Was ich jetzt ganz cool finde, wir werden jetzt mal den Spieler austauschen. Und einfach mal Luis Gustavo. Bellarabi haben wir wie gesagt vorne drin, das habt ihr ja schon gesehen. Tja, es werden immer besser. Packen wir. Ja, vielleicht einfach. Marco Reus rein, den auch Start, das Thema Auswechslung eventuell. Geh dann einfach mal ins Game rein. Ja, wie gesagt, wir wollen ja jetzt schnell mal nach oben kommen, in die nächsten League. Und mal gucken, wer unser Gegner ist. So, da kommt unser Gegner. Full Bundesliga-Team, so wie wir auch. Ja. Super mega im Aufbau. Wie gesagt, gar kein Problem an der Stelle. Wichtig, wenn wir jetzt so die Ligen 9 und 8 dann gemeistert haben, dann werden wir auch sehr viel an das Thema Squad-Bilder reingehen. Also das heißt, dadurch, dass man dann extrem deutlich mehr Coins hat als jetzt sag ich mal, zum jetzigen Zeitpunkt, werden wir da auch viele coole Sachen machen können, die wir jetzt halt noch nicht machen können. Vor allen Dingen, weil sich das Thema dann auch so ein bisschen berührt hat mit den, sag ich mal, ersten ja, Kosten für Spieler, für Preise, dass sich das alles so ein bisschen, ich sag mal, gelegt hat. Ja? Keiner möchte irgendwie Teams bauen, die nach einer Woche nicht mal mehr die Hälfte von dem Wert sind, was sie eigentlich sind. Das finde ich wichtig. So, an der Stelle Kali auf Ober. Kali. Voll. Come on. Stark. Der Ball war nicht so. Kali! Ah, wenn der Kali da dran kommt. Oh nein, ey, Aubameyang. Das wäre zu gut gewesen. So, und da sieht man auch wieder die Stärke von Yannick Western. Kali! Oh! Jetzt. Jawohl. Aubameyang! Oh Mann! Oh, hält der Timo Horn den schon wieder, ey. Okay.
Oh, was für ein Schuss! Und er hält den schon wieder, ey. Boah, das war aber ein geiles Ding, ey. Der wäre locker drin gewesen. Stark gehalten, echt. Von Timo Horn. Gut, dass sie den auch haben. Hoffentlich hält er bei uns genauso. Das ist ja jetzt mal so eine Grundvoraussetzung dann dafür. Come on! Jetzt! Kali! Oh, nee, ey. Boah, und wieder Yannick Westergaard, ey. Hammer. Westergaard ist King. Ohne Scheiß. 56 Coins King. Jetzt. Geh ab, Aubameyang. Och, ey, und schon wieder hält er den. Jetzt. Kali! Oh, nee, ey. Der Kali kommt gerade nicht dahin, wo er hin soll. Oh, jetzt! Schön durchgespielt! Oh, Kagawa, ey. Oh, nee, ey. Jawohl, ey. Guter, der Jonathan Tah. Jetzt aber. Oh, spielen durch auf den Kali! Und ey, das gibt's nicht. Immer wieder ist es Horn. Ey, der Typ hält echt alles. Das war krank, krank, krank. Jetzt! Tor! Wenn es nicht anders geht, dann muss ein Standard der Jonathan da, Junge. Jawoll. Boah, steigt er da gut hoch und macht den rein. Sehr gut. Jawoll. Jawoll, jawoll, jawoll. Sehr gut. Oh nein, ey, da wird der abgegrätscht. Nein. Das gibt's. Ey, das ist doch nicht wahr! Boah! Oh, hau doch weg, das. Boah, Jungs! Jungs und Mädels. Hammer. Boah, wie der Horn die Dinger da hält, ey. Boah, stark. Zwei Horns nebeneinander. Das war ein echt, echt tricky Spiel. Ohne Scheiß. Tricky, tricky war das. Jonathan Tah, der Matchwinner. Ja, am Ende steht der zweite Sieg. Ich glaube, das ist auch ganz okay so. Stehen 3600 Coins. Ich würde sagen, unter den Umständen gehen wir einfach ins nächste. Wir erhalten direkt eine Friendship-Anfrage von Herren, gegen den wir gerade gespielt haben. Die nehmen wir natürlich gleich auch an. Weiter geht's ins nächste Game. Gegen Jacques Jan oder Jack Jan, wie auch immer man das mag, 2000. Alter, das ist. Oh, du bist 16, das ist 16 Jahre alt. Alter, Junge, Junge. Fangen wir an, FIFA zu spielen. FIFA 96. Nee, 8. Nee, doch, FIFA. Dann müssen wir überlegen. FIFA 98. Doch, FIFA 98 war das. Meine Fresse. Ey, da war der Typ noch nicht mal geboren. Witzig. Immer dieses, ich bin Beast FC. Junge, Diggi, heute wird es leider nichts. Du bist gerade live in-game. Ja. Bist gerade live in-game. Im Stream, am Start. Da gibt es Eckstoß. So. Ja. Oh. Die Kagare waren eben kein. Kopfballschütze, das ist Schieß Shinji Tor! Shinji Kagawa! Jawohl, läuft bei dem! Woohoo!
Yes, come on! Come on! Sieht komisch aus, wenn Yannick Westergaard von hinten an Shinji Kagawa rangeht. Aber das soll mal nicht Shinjis Sorge sein. Oh Mann, ey. Der war super geschossen. Schön. Resultiert aus einer Ecke. Ja, Ecken dieses Jahr werden wieder besonders gefährlich. Das finde ich aber auch gut, weil Standards sollen in der Regel auch immer gefährlich sein. Ja, nur Freischuss war eigentlich fast genauso wie... Oh, 4,5 Meter Bellarabi! So. Yes! Oh, Jonathan Tah. Voll. Durchgespielt! Luis Gustavo! 2-0! Yes! Da ist er. Stark der Luis Gustavo. Und auch wieder resultiert aus einer Ecke. Das Thema Konter geht auch wieder locker klar. Boah, das war sehr knapp, dass Luis Gustavo den reinmacht. Aber gut gemacht, ja. Gustavo. Yeah. Der Kalli weiß halt, wie man es macht. Ah, oh, oh, nein. Oh, das war so schön reingespielt und abgefälscht. Und naja. Ich auch sehr positiv. Auch wenn man hier mal mit so einem Aubameyang natürlich mal durchrennen kann. Oh, ey, das ist doch ein Elfmeter. Der wird da doch ganz klar weggehauen, ey. Komm mal hoch zum Kopfball da. Komm mal. Oh nein, nein, nein. Oh, ah, das war schlecht. Das war echt nicht. Ja, das musste leider sein an der Stelle. Wir wollen ja hier den sicheren Aufstieg klar machen. Das ist ja das, was ich meine. Wie viele Leute mal sagen, das kann ich nicht machen. Ja, klar kann ich das mal. Ich führe 2-1, alles cool. Jetzt Situation, als ob ich mir da jetzt. Früher hätte ich gesagt, komm, machst eine Aktion, kriegst hinten einen rein. Am Ende feiert dich eh keiner mehr dafür, da hast dich mehr. Also von daher ist alles cool. 10 Punkte, wir brauchen nur ein Spiel oder einen Sieg. Dann sind wir auch direkt weiter aufgestiegen. Ob wir das schaffen oder nicht, das seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wir haben 5000 Coins. Wenn die nächste Folge anfängt, haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was an den Teams geändert. Den einen oder anderen vielleicht geholt, den einen oder anderen vielleicht weggegeben. Und dann schreibt in die Kommentare, was ihr wollt, was ihr für Teams wollt. Dadurch, dass die Folgen relativ nah hintereinander aufgezeichnet wurden und die dann immer so Step-by-Step online kommen, können wir natürlich nur in den nächsten Folgen uns über eure Wünsche, sage ich mal, unterhalten. Das bekommen wir aber ganz entspannt auch hin. Und von daher alles easy, alles cool. Ich wünsche euch was. Haut da rein, JP Trading am Start.